Namaste. Ja, heute Morgen habe ich einen Status gesehen von einer Bekannten. Da war so ein Schneider dabei, die gebrochenen Herzen zu flicken und hat die halt zusammengenäht. Und ja, dafür war das natürlich auch jetzt so direkt ein Bild, was mich angesprungen hat und ein Thema, wo ich sage, ja, dafür, das wäre doch schön, wenn wir eine einfache Lösung finden könnten, unsere Herzen wieder selber zu flicken. Im Normalfall, ja, schauen wir immer gerne nach anderen, die das dann tun könnten. Und ja, manchmal haben wir das Glück, dass wir jemanden finden, der ja, bereit ist, unser Herz zu flicken und uns die Liebe gibt, die wir glauben, nicht mehr zu finden, oder der Schmerz, einfach weil das Herz zerrissen ist, weil wir uns da vielleicht in einer Beziehung so hineingegeben haben und dann geht jemand fort und reißt quasi unser Herz so in Stücke und reißt das teilweise auseinander. Und ja, dann sind wir erst einmal total verletzt. Und also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn bei mir eine Partnertrennung war, dann hat es einfach eine lange Zeit gebraucht, wo ich einfach für mich sein musste, um das zu verarbeiten. Andere, ja, haben sich direkt in die nächste Beziehung gestürzt, aber das ist nicht so mein Weg. Und deshalb gibt es von mir auch keine allgemeine Lösung. Eine Lösung, auf die ich gekommen bin, wäre die, dass wir unser Herz von innen füllen. Dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt an jemand anderen denken, auch an die größte Quelle der Liebe denken, an eben etwas, ja, was wir mit Gott bezeichnen oder wir im Christentum mit Jesus und andere mit anderen Namen da bezeichnen und ja, hoffen, dass da von der Seite her Heilung kommt. Und ja, wir sind auf der anderen Seite Co-Schöpfer, also Mitschöpfer, und deshalb müssten wir jetzt da auch lernen, dass wir selber etwas dafür tun können, selber in, ja, in Aktion treten und sagen, okay, wie sehr liebe ich mich denn selber? Bin ich abhängig von anderen? Brauche ich wirklich die anderen? Im Normalfall, ja, leben wir unser Leben. Wir sind für uns verantwortlich und dann auch dafür, dass wir, ja, das loslassen können oder dass wir den anderen loslassen können und damit dann letztlich unser Herz heilen. Und ja, egal was er getan hat oder sie, dann eben ja, ihn noch Liebe hinterher schicken. Um Gottes Willen. Na, wie kann ich sowas sagen? Ich muss schon eigentlich keine schlimme Trennung mit dem gehabt haben, wenn ich sowas sage, oder? Doch hatte ich. Und doch finde ich jetzt im Rückblick, das einen der besten Lösungswege. Den bin ich damals auch nicht gegangen. Und es hatte, ich habe kein Buch dazu gefunden, was mir das geraten hat. Und keinen anderen, der mir geraten hat, schau doch mal, dass du da noch Liebe hineingibst, dass du dem anderen Liebe hinterher schickst und ihm alles Gute wünscht. Und erst nach und nach habe ich verstanden,
als ich das irgendwann mal so gelesen habe, dass das eigentlich ein guter Weg auch für mich selber ist, weil ich es dann loslassen kann, weil ich dann wirklich eine Fülle in mir spüre wieder und dass ich da sage, ja, derjenige war noch nicht so weit oder wir waren einfach nicht genügend passend, dass wir da hätten miteinander den Rest des Lebens gehen können. Und das ist in Ordnung. Ja, und dass ich das stehen lassen kann, akzeptieren kann, dass das so ist, dass ich zu schnell vielleicht in irgendeine Verbindung hineingegangen bin, ohne wirklich mal zu prüfen, macht das denn Sinn? Hat das jetzt wirklich für längere Zeit Bestand? Oder war es nur so dieser Blick auf das kurze Vergnügen und ja, das Schöne natürlich auch, ne? In einer neuen Beziehung. Das hat mich dann wirklich blind gemacht. Ich wüsste nicht, ob es nicht vielleicht in Zukunft wieder passieren wird. Nur ich habe auch festgestellt, dass ein Faktor war, dass ich mich nicht selber genügend geliebt habe und dass ich froh war, wenn da jemand anders seine Liebe mir zeigte und ja, mir sagte, ja, hey, du bist doch in Ordnung, bist doch toll und ich finde dich klasse, ne? Und ja, das war so Balsam auf meine eigenen Wunden, die ich dann noch in mir hatte. Und das könnte auch eben ein Lösungsweg sein, dass du dich selber genügend liebst. So viel liebst, dass wenn da jetzt etwas weggenommen wird, dann du das direkt wieder auffüllen kannst, von innen heraus ausfüllen kannst. Inwieweit das praktikabel ist, das wird sich für mich erst in Zukunft zeigen. Also ich kann dir jetzt leider nicht sagen, meine klugen Ratschläge haben, ne, dazu geführt, dass, ne, das habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich wollte es nur hier als Diskussion mit reinbringen und mal schauen, auf welche Wege bist du gekommen, um dein Herz wieder zu reparieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir, ja, dass du dich geliebt fühlen kannst. Danke, bis dann. Tschüss.